Das sind die Themen der heutigen Sendung. Ball der Steirer im Kulturhaus Stadtsaal in Bruck an der Mur mit den Edelseern. Stimmungsvolle Fackelwanderung zum Gasthaus Wurmerl in Bad Schlug und das Wetter morgen wechselhaft. Auch 2016 hieß es wieder, die Lederhosen und Dirndl auspacken, um auf den 56. Ball der Steirer im Brucker Kulturhaus Stadtsaal präsent zu sein. Der Start ins Ballvergnügen erfolgte mit einem Bieranstich durch Kulturstadträtin Kerstin Stocker und Bürgermeister Strassecker. Und er bringt's auf den Punkt. Sicherlich ein Highlight im obersteirischen Ballkalender und damit auch in Bruck an der Mur. Der Ball der Steirer hat ja einen Ruf weit über die Grenzen der Stadt hinaus und ist eigentlich der Ball der steirischen Volkskultur in der Steiermark. Mit dem Einmarsch der Musikkapelle Norskes Kok in den besonders schön geschmückten Kulturhaus-Stadtsaal und der darauffolgenden Polonaise des Trachtenvereins Rossecker wurde der noch junge Ballabend zum Erlebnis. Ball der Steirer bedeutet für uns steirische Gemütlichkeit, miteinander nach der Weihnachtszeit sich da in Bruck im Kulturhaus treffen und gemeinsam die steirische Volkskultur hochleben lassen. Und ich glaube, wir Rossecker beweisen das seit 56 Jahren in ununterbrochener Reihenfolge, dass wir einen tollen Ball auf die Vier stellen und der Besuch gibt uns recht. Ein volles Kulturhaus Stadtsaal in Bruck an der Mur und was will das Herz mehr als eine tolle Veranstaltung. Für den Verein ist die Organisation, Vorbereitung und Durchführung eine große Herausforderung. Ja, das stimmt. Man glaubt es gar nicht. Nicht nur für die Polonaise, wo 16 Paare tanzen. Am Ball der Steirer sind über 60, fast 70 Personen als Mitarbeiter tätig. Und als Verein diese Aufgabe zu stemmen, das ist gar nicht so einfach, weil die arbeiten alle freiwillig und es ist sehr viel Aufwand. Von der Küche bis zum Klodienst, so blöd dass das klingt, und auch vom Weinstand bis zum Losverkaufen. Aber wir haben Gott sei Dank viele Mitarbeiter und das zeichnet auch einen erfolgreichen Verein aus. Man muss wohl auch betonen, dass die Rossecker steirisches Brauchtum in vielen Ländern präsentieren konnten und die Jugendarbeit besonders im Vordergrund steht. Wir sind ja mehrfach ausgezeichnet als beste steirische Tanzgruppe, wir sind beste steirische Schublattlergruppe und das ist nur möglich, wenn man bei den Kindern beginnt. Und unsere tolle Kinder- und Jugendarbeit mit fast 60 aktiven Kindern, die gehört unterstützt, da gehören Gewänder gekauft, Schuhe gekauft und das kostet im Jahr schon relativ viel und da sind wir froh, dass uns die Leute unterstützen. Und wir fördern damit wieder die Jugend, dass sie wegkommt von der Straße und dass sie steirische Volkskultur in Zeiten der Globalisierung auch nach außen trägt und somit die Steiermark und die Hochsteiermark als Botschafter repräsentieren kann. Ich kann den Rossecker nur gratulieren zu diesem großartigen Ball. Tradition, Trachten, lustige Leute und eine großartige Polonaise, die heute geboten wurde. Und ich wünsche mir, dass dieser Verein wirklich auch in dieser Blüte und in diesem großen Engagement weiter funktionieren kann. Ich kann allen nur gratulieren und danken, dass so viele gekommen sind. Ich glaube, sind wir einfach froh, dass es am Jahresbeginn auch so etwas wie einen Optimismus gibt und der zündet uns alle ein bisschen an, dass es gut weitergehen kann. Und mit bekannten Edelseer-Hits ging's dann in die Ballnacht. In der Almdisco ebenso. Wie gefällt's? Ja, gut gefällt's mir. Wir haben da einfach voll viel Spaß und rein, dass wir unser Dirndl auspacken können. Nicht nur Steirer sind zu diesem Ball gekommen. Mir taugt's voll gut da. Ich bin auch mit einer Oberösterreicherin da, das haut recht gut hin. Und Mundartdichter Sepp Meyer würdigte auf seine Art den Ball der Steirer. Die Rossecker, der Lonneneier, kann sie nachtlang lustig sein. Die Musik spielt mit einem Krawall bei unserem heutigen Steirerball. Jeder sieht das Spiel an, dass man nicht nur losen kann. Das Beste kommt zum Schluss. Dankeschön. Die
Die alljährliche Fackelwanderung des Sparverein Wurmerl zu Beginn des neuen Jahres ist auch bei Nichtmitgliedern sehr beliebt. Und die erste Labestation am Treffpunkt Parkplatz Landwirtschaft Schule Hafendorf sorgt schon für gute Stimmung. Sie gehen heute schon Schnapsel in der Hand. Ja, es ist zwar nicht so kalt, aber das passt immer, ob man verkühlt ist oder nicht. Der Schnapsel ist nie verkehrt. Sie sind aber bei einem anderen Getränk angelangt, gell? Ja, ich bin schon durstig, ich komme gerade vom Arbeiten. Gehen Sie gern mit bei der Wanderung? Ja, ich gehe jetzt eigentlich das dritte Mal mit und es ist super. Freuen Sie sich die Außen? Ja, und auf einen Achterl auf einen Gurt. Wir sind das erste Mal dabei, ja. Ja. Was erwarten Sie sich heute? Eine Gaude. Kennen Sie den Weg da rein? Ja, den kennen wir. Ja, was ja. 4 Kilometer ist er lang, ja. Schaut das? Ja, locker. Ja, ist das jetzt übertrieben gewesen, oder was? Das war ein bisschen übertrieben, ja. Das schaffen wir leicht. Wie nennt man diesen Wanderweg? Das ist der Böhnegram, der ist 4 Kilometer lang. Bis zum Wurmerleine. Es gibt natürlich auf der Mitte gibt es irgendwo dann eine kleine Labestation, wo man dann natürlich auch noch was konsumieren kann. Die Leute nehmen es eigentlich immer mehr an. Hin und wieder passt halt das Wetter nicht, aber diesmal passt es wieder, raus ist es warm. Dann haben wir eigentlich von da auch ein bisschen an Schnee, dass wir ein bisschen eine Winterwanderung haben. Und ich muss sagen, es kommen alle eigentlich mehr Leute. Es ist eigentlich schön, dass man die Leute so bewegen kann, dass sie bei solchen Sachen auch mitmachen. Gell? Und das Ganze läuft über freiwillige Spende, das kommt den Sparverein Wirtshaus zum Wurmerl zugute. Franz Wurm, Wurmerlwirt, wie er liebevoll genannt wird, ist für das leibliche Wohl zuständig und für den musikalischen Schwung Christoph Lechner. Und drin gibt es dann natürlich heute was Gutes zum Essen. Es gibt sogar mal einen Brennschatz mit Sadersuppen, es gibt gutes Fleischbrot, es gibt ein Schnitzel, es gibt vieles mehr und natürlich auch für gute Unterhaltung, ist gesagt drinnen im Gasthaus. Die Vogelwanderung ist eigentlich der Auftakt im neuen Jahr, dass wir das machen. Was die Sportvereinsmitglieder sind immerhin 240. Ich glaube, eine ganz stattliche Anzahl. Ja, und die sind sehr begeistert immer davon. Man sieht es eh heute. Es ist relativ viel los. Und wir gehen da gerne rein. Es ist immer Gaude, es gibt eine gute Jausen und es passt halt einfach erinnern. Auch 2016 hat Franz Wurm viele Veranstaltungen geplant. Maibaum aufstellen Ende April, Ende Juni Frühschoppen, 20. 21. August das traditionelle Oldtimer-Treffen, eine Höhenwanderung 10 Jahre, Gasthaus Wurmerl, Almfest auf der Bötschen und das Wurmerl Oktoberfest werden 2016 die absoluten Highlights sein. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr, Küche von 11 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetag, außer feiertags. Wirtshaus zum Wurmerl für alle, die eine gute Jausen, steirische Schmankerl und Gemütlichkeit genießen wollen. Nach Auflösung der Frühnebelfelder war es heute großteils freundlich in unserem Sendegebiet. Die Werte lagen zwischen plus 2 und plus 7 Grad. Am Mittwoch kommt es in der nördlichen Obersteiermark zeitweise zu dichteren Wolken und weiteren tagsüber unergiebigen Schneeschauern, die gegen Abend intensiver werden. Die Tageshöchstwerte, die liegen am morgigen Mittwoch zwischen plus 1 und plus 5 Grad.